Hier nun ein Beispiel zur Seilreibung. Ein Wagen bekannter Masse soll mittels eines Seils, das um einen Baum gewickelt wird, einen Abhang mit bekannter Neigung von 20 Grad hinabgelassen werden. Dabei ist davon auszugehen, dass die Räder frei rollen. Der Mann, der das Seil am anderen Ende hält, kann maximal eine Haltekraft von Fa aufbringen. Gleitreibungskoeffizient zwischen Baum und Seil sind natürlich bekannt. Zu bestimmen ist die Mindestanzahl an vollständigen Windungen, die das Seil um den Baum geschlungen werden muss, damit der Wagen mit konstanter Geschwindigkeit den Abhang hinunterrollt. Das kennen Sie ja, Seilreibung. Die Seilreibung ist natürlich insofern nützlich, als sie den Kraftaufwand wesentlich verringert, den man braucht, um irgendein Objekt festzuhalten. Euler-Eitelwein-Gleichung für die Seilreibung. Die lautet, Fz ist kleiner gleich Fh mal E-Funktion von μh mal Alpha, wobei Alpha der Umschlingungswinkel ist. Und für die Gleitreibung ersetzt man einfach hier das μh durch das μg. Und dann kann man natürlich, wenn man weiß, es gleitet, kann man natürlich auch ist gleich hinschreiben. Was ist Fz? Fz ist die ziehende Kraft, also das Objekt, das man gerne festgehalten hätte, in dem Fall das Auto, die Seilkraft auf der Seite des Autos, und das Fh, die haltende Kraft, in dem Beispiel der Mann. Ja? Und dann geht es wieder ganz einfach, nämlich indem man einfach ein Freikörperbild wieder macht, das Seil durchschneidet und zwar jetzt Koordinatensystem entlang der Ebene reingelegt, dann so irgendwie. Das heißt, ich habe hier das T2, heißt das bei mir. Und da oben das T1, das entspricht der Haltekraft von dem Mann, also das ist gleich Fa. Ja. Und herunten ein bisschen weiter machen wir das Auto. Das Auto ist natürlich wieder sowas wie ein Massepunkt mit Normalkraft N. Und hier, wenn man das Seil durchschneidet, wieder T2, Gewichtskraft G. Also einer Komponente, hier ist Alpha, G Cosinus Alpha, die da der Normalkraft entgegenwirkt. Das heißt, was braucht man? Naja, wir müssen ausrechnen, wie groß T2 zu sein hat, weil dann kann man über die Euler-Eitelwein-Gleichung bestimmen, wie viele Umwicklungen man braucht, bei gegebenem Fa. Da braucht man trotzdem T2 zuerst aus dem Autogleichgewicht, damit man es dann oben einsetzen kann. Ja. Also, x, machen wir es so, wenn es schief ist. X-Gleichgewicht ist so positiv. Das x-Gleichgewicht liefert ja, einzeichnet habe ich das andere, aber das ist eh klar, minus g Sinus Alpha plus T2 ist 0, also ist T2 G Sinus Alpha und G ist M mal G wieder, dann ist T2 11.408 gerundet Newton, muss T2 sein bei dem gegebenen Gewicht, bei der gegebenen Masse, und damit ist über die Seilreibung auszurechnen, wie viele Umschlingungen wir brauchen, wieder in dem Fall T2 ist kleiner gleich T1, machen wir es so noch, μg, und da habe ich das jetzt Beta genannt, weil ich behalte jetzt das Gleichzeichen, weil ja die Fa-Kraft nach wie vor eine maximal mögliche Haltekraft ist. Sie können auch gleich schreiben, dann rechnen Sie direkt den Grenzfall aus, aber alles, was mehr Umwicklungen sind, geht ja genauso natürlich. Dann es ist ein bisschen Geschmackssache, wie man das dann wirklich hinschreibt. Das heißt, das E hoch μg Beta
ist größer gleich T2 durch FA, schreibe ich dann her, mit T1 gleich FA, noch einmal angemerkt. Und damit ist der Winkel Beta größer ln T2 durch FA mal 1 durch Gleitreibkoeffizienten μg. Ja? Und das kommt jetzt raus in Radiant natürlich. Das sind 12,13 Radiant. Und wenn Sie es umrechnen, wissen wir eh, Beta mal 180 durch Pi, das sind 695 Grad, beziehungsweise, wenn Sie das ausrechnen, in Umschlingungen, Umschlingungszahl n muss größer sein 1,93 Umschlingungen.